Hallo, mein Name ist Christopher Dietz. Ich bin Ihr Trainer für den Videokurs Controlling – Einstieg ins Kostenmanagement. Als ich vor gut 15 Jahren im Controlling angefangen hatte, war es unter anderem meine Aufgabe im Controlling, auch Kosten einzusparen. So fing ich dann an, die ersten besseren Verträge beispielsweise mit einem Reinigungsdienstleister zu vereinbaren, wo wir dann um die 1.000 Euro im Jahr einsparen konnten. Damit bin ich dann zu meinem Chef gegangen und sagte, hier, jetzt haben wir wieder über 1.000 Euro eingespart. Des Weiteren hatte ich dann das Ganze mit Wasserspendern gemacht. Also wir waren damals ein größerer Filialbetrieb, wo Wasserspender standen. Und auch hier konnte ich einen Deal mit einem Anbieter aushandeln, dass die Becher weniger gekostet haben, was auch wieder 500 Euro waren. Mein Chef sagte daraufhin zu mir, Herr Dietz, das sind alles nur Peanuts, das bringt uns nichts weiter. Die Monate vergingen und dann, als das Jahresgespräch anstand, kam natürlich auch der Part in den Mitarbeiterbeurteilungsbogen, wie das Thema Kostenmanagement behandelt wurde. Und mein Chef sprach mich daraufhin an und sagte zu mir, er müsse sich bei mir entschuldigen, weil er hätte damals diese Aussage getroffen, es wären alles Peanuts, doch wenn man diese Peanuts sammeln würde, würde da eine große Kokosnuss draus entstehen. Von daher ist wichtig, dass wir dieses Image des Controllers als Erbsenzählers erstmal ignorieren. In diesem Videokurs werden Sie mit einer Methode wie zum Beispiel der Gemeinkostenwertanalyse einmal lernen, wie einfach es ist, wenn Sie nur ein paar Dinge richtig in Frage stellen, wie Sie hier effektiv Kosten einsparen können. Des Weiteren werden wir uns auch mit dem Thema der Umlage beschäftigen, was eine sogenannte Sünde in der Betriebswirtschaft ist. Nichts ist schlimmer, wenn Sie sogenannte Gemeinkosten haben und diese dann einfach auf Jahren oder Produkte umlegen. Hier können Sie von vornherein hier automatisch nur verlieren. Warum? Das werden wir uns in den einzelnen Abschnitten einmal ansehen.